So, servus. Wir haben den Roadtrip durch British Columbia gestartet, sind in Vancouver angekommen, ungefähr eine Dreiviertelstunde Verspätung, waren kurz im Canadian Tire, haben noch ein bisschen eingekauft und jetzt haben wir so einen geilen Campplatz hier gefunden, ein bisschen außerhalb von Vancouver und dann geht es morgen weiter Richtung Whistler. Ja, hat gut angefangen. Ja, servus. Wir sind hier an einem ganz kleinen Park zwischen Whistler und Prince George. Ja, und haben wir mal die erste ganz kleine Wanderung heute hier ins Visier genommen. Ja, die Natur ist noch richtig verschneit. Servus. Also, nach der schönen Wanderung vorhin zu den noch zum Teil zugefrorenen Seen haben wir jetzt hier kurz vor Lillooet ein kleines Lager bezogen und ja, die erste Etappe war schon richtig geil. Morgen geht's weiter. Moin. Ja, gestern sind es dann auch noch so 500-600 Kilometer geworden und ja, das Problem ist jetzt einfach, dass auch die Kanadier frei haben zum Wochenende hin. Die Campgrounds oder überhaupt die Plätze, wo man stehen kann, waren brutalst voll, ausgebucht fast überall und wir haben hier an so einem See circa 100 Kilometer nach Prince George noch einen schönen Zeltplatz gefunden. Hier ist eine deutsche Rangerin, die diesen Park hier betreut und die hat uns den zugewiesen. Es war tatsächlich der vorletzte Platz hier überhaupt. Und ja, jetzt geht's heute weiter, es geht wieder mehr in die Berge. Schönen Morgen. Hier war so eine Camping-Area. Thank you.
Ja, den Summit Pass gerade passiert und es geht weiter. Ja, moin. Ja, wir sind gestern Abend angekommen an so einem ganz kleinen Rastplatz. Pink Mountain heißt das Ding hier am Alaska Highway. Und ja, es ist irgendwie eine total abgefahrene Location. Aber so langsam merkt man wieder so den Touch des Nordens. Ja, die Krähen, man hört sie wieder in unterschiedlichen Klängen. Also man fühlt sich wieder so richtig, als würde man nach Hause kommen. Ja, mal schauen, wo es heute hingeht. Ja, Richtung höchsten Punkt am Alaska Highway. Moin, ja, wir sind am Summit Pass, höchster Punkt vom Alaska Highway und jetzt geht's hier erstmal rauf auf den schönen Gipfel.
Ja, wir sind am Lake Teslin angekommen und er hat immer noch Eis. Sau geil. So, wir sind zurück in Johnson's Crossing. Der letzte Stop, bevor es morgen Richtung Whitehorse geht. Guten Morgen von Johnson's Crossing. Ja, das Eis vom Lake Teslin kommt so langsam hier in den Fluss rein. Ja, das ist wirklich saugeil. Das Eis drauf? Ja.